Der Eingang ist schon mal gesichert. Großraumbüro. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Da unten auf dem Fußweg liegen Knicklichter. Ich glaube, die sind hinten beim Großraumbüro. Da will ich nämlich rein und da waren sie schon lange nicht mehr. Also sind sie da jetzt. Nee, sag ich doch. Nicht ganz, Keller. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Aber immerhin in der gleichen Ecke. Die Luke oben ist zu. Kapkan bringt unter der Luke direkt beim großen Eingang was an. Läsion haben sie noch. Doc und Läsion. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Jetzt weiß ich endlich, was Läsion übersetzt heißt. Was denn? Ente. Mit Fuse. Doch keiner da. Ich werde hier oben markiert beim Automaten. Hoffen wir, das Zeug angekratzt. Sprengsatz ist fertig. Ist hier bei mir. Okay. Ziele entdeckt. Sprengladung einsatzbereit. Laden. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Sicherung des Behälters einstellen. Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Nein. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Spindgang. Spindgang, okay. Ah, da hinten ist was. Beide waren hier. Komm, einer ist nach oben gegangen, Läsion ist nach oben gegangen. Nein! Pass auf! Ja. Eigener Trupp neutralisiert. Ich dachte, der schießt von unten durch, aber nein, der war oben. Ich hab gesagt, der ist nach oben gegangen. Ja.
Achtung, Kaschel macht die dicke Tür zu und das Außenfenster. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Oh nö, jetzt ist die Luke offen. Und die nächste. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Böses Auge bereit. Und bevor die Luke auch noch aufgeht, weg damit. Im Gemüse an der Wendeltreppe ist was, eine Drohne. Bildschirm. Das ist auch nicht gut. 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Böses Auge auf Patrouille. Böses Auge angesetzt. Witch hat dein Auge schon da hinten kaputt. Nein. Was? Jetzt geht das wieder auf. Das ist irgendein Spielfehler, dass das ab und zu mal nicht aufgeht. Twitch ist ins Loch gefallen, Drohne. Ah, das Fenster ist auch schon offen, links neben dir, rechts neben dir. Ja. Hinten steht jemand, rot markiert. EMP-Mann. Hinten bei der Wendeltreppe. Ja, er kann mich die ganze Zeit. Ach Mann, ey! Klar. Die Luken müssen auch auf sein, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Ich hab mich ein Idioten, ey. Lobby kommt, Kapital. Ist halt jemand bei mir außen? Nee, ist immer noch Kaschler. Irgendwo sei halt noch einer rum. Bei mir ist komplett still. In der Außenwand. Richtung Wendeltreppe ist das zu hören. Okay. 40 Sekunden. Ah, jetzt ist er auch weg. Die rennen gleich. Oben beim Empfang, Jack, bei dir. Jetzt kommst du die Luke an. 10 Sekunden noch. Bitch ist es. Kommt bei der Luke richtig. 10 Sekunden noch. Den Biogefahr. Von der Sicherung des Biogefahrgut behält. Ein Gegner verbleibt. Den Biogefahr. Untergeschossen. Joa. Gegner eliminiert. Mission. Hat so das gedauert, bis er im Schuss war, aber. Warum hat der denn nochmal gesprengt? War da schon offen? Ja, hat er in dem Nebenraum hat er was angebracht, glaube ich. Okay. Vielleicht in der Pappwand, damit man einen schrägen Winkel in die Luke reingucken kann. Vielleicht auch bloß als Ablenkung. Vielleicht auch, ja. Weil da hat es gebröselt in dem Raum. Ja. Kam runter, gerieselt.
Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Garage. Störsender Mann. Nein, 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 nein. Ich komme hier nicht hoch. Da muss man wirklich springen. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde. Lesion ist der letzte. Gar nicht. Jetzt musst du hier einen Störsender hinsetzen und zwei Drohnentappen rein. Weil die hier stehen. Wir haben nichts zum Aufmachen. 5 Sekunden bis Einsatz. Oben das Fenster geht auf über der Garage. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ja, klar. Ach, leck mich doch mal, Alter. Was soll denn das? Wie das Holz da baumelt. Ist jemand, okay. Beim Automat muss jemand sein. Sprengladung bereit zum Einsatz. Sprengsatz aktiv. 1,15 noch. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Hockt an der Tür Richtung Küche guckend. Da links. Eigener Trupp wurde eliminiert. Lag aber viel Stachel dort. Kapitaut als Sekundärkram Rauch, oder? Also als Granate. Hatte der nicht mal Splitter? Ja, und so. Claymore hat er noch. Claymore, ja, das ist mir bewusst. Feuer und Rauch schon immer gehabt. Ja, ich meine, das Gerät Claymore hatte und dann glaube ich, hatte er mal Splitter. Aber ich bin mir sicher, die hat er nicht mehr, ansonsten hätte ich die. Kann auch sein, dass er Flashbang. Hätte er Sprengladung, hätte ich die genommen. Ich glaube, der hat ansonsten Rauchgranate oder Blendgranate. In der nächsten Season auch wieder irgendwie was verändert. Weil so ziemlich alle da neue Gerätschaften bekommen sollen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. So,
nutzen. Ich bekomme auf jeden Fall neue. Muss ich die Luken gehen auf? Neue, die bekommen Granaten. Der Gegner hat den Flugbefahrungsbehälter gefunden. Große Tür geht schon auf. Nein. Ja. Von wo? Über uns? Fenster. Okay. Nachladevorgang! Nee, das lasse ich lieber sein. Treppe ist jemand, Hocker links neben dir. Rot markiert, EMP-Mann. Nur noch ein Gegner übrig. Gut. Er hat noch sein EMP-Kram geschmissen, kurz vorm Ableben. Der Doc hat gerade noch so geschafft, wobei. Er hat es gerade noch so geschafft, ein paar Schüsse abzubekommen. Bevor er gestorben ist, der Gegner. Oh, Keller. Könnt ihr den ganzen Mist aufspringen? Verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich mach die Luken zu. Oh, okay, kann ich knicken. Zugangssperre angebracht. Ja. Junge, ist gerade aufgegangen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ich hab bloß ein Loch gemacht. Jetzt ist das Holz aufgegangen. Ich glaube, die haben Twitch. Hier schreit jemand rum. Der Kapkan. Es bleiben 10 Sekunden. Alle drei Luken zu. 5 Sekunden noch. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich wurde entdeckt. Also, hat hier oben. Wieso spritzt er denn jetzt schon? Weil er weiß, dass er selbst gleich abkratzt. Nee, Kapkan hat da gespritzt. Lade Magazin nach!
Tür bereit. Die Tante kann mich mal. Kamin da oben ist kaputt gegangen. Was? Was, Luke? Haben die jemanden zum Aufsprengen? Weil die waren beide zu. Alle drei. Ja, Termit war's. Okay. Ich bin jetzt offen. Hab auch Termit, glaube ich, gekillt. Ja, Luke ist offen, das sehe ich jetzt. Ja. Yeah. Einer ist noch an der Luke. Okay. Noch ist er nicht runtergehüpft. Nein, nein. Sehe ich mit der Kamera, wenn ich da drin bin? Erschreck mich doch nicht so, Doc. Ja, klingt wie einer noch im Automatenraum. Schildträger ist hier. Bist du gerade auch dahin? Okay. Kapkamin ist kaputt gegangen, hier unten, in dem Servergang. Da hockt erst noch jemand an der Luke. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Wie ich mich schon immer im Vorfeld überlege, wo platziere ich ein böses Auge? Wenn es gerade in der Phase ist zwischen Apparate ausgewählt und es geht gleich los, gehe ich im Kopf immer die ganzen Positionen durch, wo könnte man günstig ein böses Auge anbringen, damit man mehrere Gänge abblicken kann oder wo es halt passend ist. Da ist auch einiges einfach ausprobieren und dann gucken, ob das halt wirklich so gut klingt, wie man sich's denkt. Aber das macht ja auch Spaß, das Ausprobieren. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.